Jugendlicher Protest in Liedform. Eine neue Welle, die in den USA entstanden ist, beginnt auch in Deutschland Aufsehen zu erregen. 100 Mann und ein Befehl wurde jetzt zu einem großen Erfolg für die Schauspielerin Heidi Brühl. Irgendwo im fremden Land ziehen sie durch Stein und Sand. Er ist dabei, 100 Mann und ein Befehl und ein Weg, den keiner will. Tag ein, Tag aus, wer weiß wohin, verbranntes Land, und was ist der Sinn?